Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fernbus-Simulator. Also, ich bin nicht hier in einem... ich bin hier nicht in einem Simulator, sondern natürlich auf Planung. Ich muss ein paar Leute von Zürich nach München bringen. Gehen wir direkt rein. So, hier sind wir. Das ist unser Bus. Es gab ein Update. Jetzt ist hier... Oh, vieles viel schöner. Hier sieht man, das Teil ist lang. So, Zielanzeige. Den Gang in eine neutrale Position. So, dann gehen wir doch jetzt unsere Passagiere abholen. Wir müssen hier durch. Sorry, hallo. Guten Tag, Polizei. Ah, oh, es wird rot. Dann fahren wir eben nebendran vorbei. Dann ist es nicht mehr rot. Nice. Sehen wir jetzt hier ein bisschen falsch. So. Ah, das ist ja schön schlimm, Alter. Ich kann nicht besser passieren. Also, ja, ja. Hier, der da. Nein, nicht der. Nicht der. Nein, nicht der. Der da. Nein, nicht der. Hallo, hinter dir. Nein, nicht der. Nein, nicht der. Auch nicht der. Nein, nicht der. 1 hour later. Hier bin ich. Dann kann es ja losgehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt. Hein? Eine kleine Rückenmassage. WLAN-Freigabe. Wie komme ich nochmal in die Mediathek? In die Mediathek? Keine Ahnung. Ich habe eine bessere Frage. Was? Warum fahre ich mit der Swiss? Also ich dachte, das ist so Flugzeug. Viele wissen das nicht während Corona. Das ist wirklich so. Die Swiss ist ja leider Konkurs gegangen wegen Corona. Die Flügel abgebaut und jetzt einfach... Genau. Ja, ich war früher Pilot bei der Swiss und jetzt... Ja. Jetzt müssen wir beschleunigen, damit wir auch an Höhe gewinnen. Haben Sie so Minderwertigkeitskomplexe? Ja, normalerweise fliegen wir jetzt. Viele Unfälle passieren ja auf der Straße, deswegen fahren wir hier auf dem Gehweg. Kommt es überholen? Oh, ja, das ist wirklich gekommen. Und jetzt noch blinken. Ich wollte eh noch fragen, haben Sie so Minderwertigkeitskomplexe oder wieso haben Sie so einen langen Bus? Hier geht es weiter. Hier sieht man eine Abfahrt, die nehmen wir aber nicht, sonst würden wir auf Basel kommen. Ja, leider. Aber wir fahren nicht nach Basel. Nein. Okay. Nach München. Wir gehen ins Hofbräuhaus. Alle zusammen. Wir saufen uns einen ab. Ich gehe lieber ins Feldschlösschen. Geschichten aus dem Paulanergarten. Kommen Sie aus dem Aargau, oder? Ich komme nicht aus dem Aargau. Also, Ihre Fahrkünste würden eher fürs Aargau sprechen. Zürich, eh. Wer klingelt hier jetzt mit dem Telefon? Aus meinem Telefon. Aber es ist noch ein gemütliches Spiel, weil ich hier nicht lenken muss. Okay, doch, hier. Bei Ihnen so, haben Sie einen schönen Tag. Mein Tag? Ja, der war... Ah, wir müssen hier runter. So war das. Oh, das ist aber schön. Ja, bei mir auch. Kotztüten sind unter dem Stuhl. Das hätten Sie früher sagen müssen. Jetzt ist es... Wir haben extra eine Putzfrau, die Margherita. Die Margherita klärt alles. Bei der wird auch jeder Waldboden sauber. Hier ein kleines Bild von Maria. What the hell? Heißt sie nicht Margherita? Margherita, sorry. Okay. Sie heißt zum Nachnamen Maria. Margherita Maria. Margherita Maria, okay. Genau. Sie kommt aus Italien. Nein. Sie... Funfacts des Todes. Das ist die Mutter von Josef Heinz Maria, oder? Stimmt, der heißt ja auch Maria. Es kann actually sein, dass du miteinander verwandt sind. Unten in der Beschreibung ist Josef Heinz Maria verlinkt. Wow. So ist jetzt die österreichische Polizei gewesen. Wir sind schon in der Schweiz, oder? Das ist gerade ein Kreisel davor. Ich hole mal kurz eine zweite Kotztüte. Machen Sie das. Haben Sie sie schön abgefüllt? Wollen Sie einen Schluck? Ist gut. Ich habe noch ein Wasser hier vorne. Ey! Ja, mein Nagel ist angerissen. Ja, jetzt reklamieren Sie nicht so viel. Andere haben gar keine Nägel. Jetzt wird es Zeit für ein bisschen Creepypasta, meine Damen und Herren. Was halten Sie eigentlich momentan von der Situation in Frankreich, wo Leute in den Zoo einbrechen und Gorillas und Elefanten und den halben Zoo einfach befreien und durch die Stadt läuft? Da haben es Leute begriffen, wie die Evolution funktioniert, ne? Diese Situationen gab es vor allem damals bei den Neandertalern mit den Mammuts auch. Ja. Die kamen ja aus den Parkhäusern mit dem Auto nicht mehr raus, wegen den ganzen Mammuts. Deswegen haben sie sie auch aussterben lassen. Ja, mit dem Fred Feuerstein-Mobil aus dem Parkhaus heraus.
Brumm, 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 hä? Ey, da vorne, du musst einen Sub da lassen, das sagt dieses Auto da vor uns. Sub? Also, jeder, der das sieht, befolgen, hä? Und sie kriegen anscheinend oft Anzeigen, oder? Von der Zeitung, ja. Also, sie kriegen jetzt wahrscheinlich auch eine Anzeige von Paluten, oder? Paluten spielt so ein Spiel. Und ich bin am Fahren, ja. Ach so. Liebe Grüße. Das komm, ist eine Raspere. Ein kleiner Zwischenhalt. Okay, doch nicht. Gehen Sie gerne mit dem U-Boot tauchen. Neuerdings nicht mehr, nein. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ah, gut, du hast ja eh schon alles vollgekotzt. Das ist effektives Bremsen. Hier kommt eine Polizeikontrolle. Wollen wir reingehen? Oh, nein, mein Koks. Ah, nicht? Okay. Polizeikontrolle fehlgeschlagen. Zum Glück. Wie weit sind wir denn? Wir sind gleich da. Ich glaube, das sind gerade ein paar Leute am Mähdreschen, ne? Ah, sehr wie geht's dir denn so? Hey, Entschuldigung, ich arbeite hier. Ich habe es gerade gemerkt, dass ich einfach von allein weiterfahre. Ach, das ist doch schön. Ja gut, tschüss. Dankeschön, bis später. Hier müssen wir raus, den können wir noch überholen. Der Berliner Fernsehturm, aber ich dachte, wir sind in München. Jetzt geht's hier direkt noch. In München. Wir sind gleich hier. Ah, du dummer Du wurdest geblitzt. Ja, das wurde ich in der Luft öfters mal. Viele wissen das wirklich nicht, aber das Geschwindigkeitslimit in der Luft liegt eigentlich bei 50 km/h. You know, then you know. Nein, the more you know, you know. Genau. Das war geplant. Oh, zum Glück sind wir da. Wir sind zu früh tatsächlich, ja. So, ich muss jetzt zum nächsten Mülleimer. Ey, danke, dass ich mitfahren durfte. Ich muss los. Ich renn da mal, ne? Ja, wo sind Sie? Ich bin schon weg. Ah, hier, Sie sind schon weg. Tschüss. Ja, ciao. 21.900 EMP, habe ich total okay. Ja, das sieht doch alles super aus. Sachschäden 16, neuer Rekord. 82,2% auf der Straße gefahren. Sehr gut. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf meinem Shop vorbei, der ist hier unten verlinkt. Schaut auf unserem Instagram vorbei, auch von Josef Heinz Maria. Lasst ein Like da, abonniert und tschüss. You talk like you do. You sit.